Aber zuerst haben wir unseren Zuschauern einen Beitrag zeigen. Mhm. Und zwar die Geschichte von Thomas Zurbrück. Er hat am eigenen Leib erfahren, wie gefährlich das auch schnell werden kann in den Bergen. Er ist zusammen mit einem Kollegen auf einer Skitour unterwegs, als er plötzlich den Boden unter den Füßen verliert. Ich bin etwa 30 Meter unter dem Boden. Ja, es ist etwa einen halben Meter breit. Ich habe dir Sorge und ich kann meinen Eltern sagen, ich habe sie geliebt. Wirklich. Einige Monate nachdem Thomas Zurbrück diese Abschiedsgedanken formuliert hat, ist er mit seinem Freund Fredo Oehme wieder in den Bergen. Die beiden sind geübte Berggänger. Damals im März 2016 planten sie eine Hochtour. Den Tag begannen sie auf dem Jungfraujoch. Ich war auch schon lange nicht mehr auf dem Joch oben. Und dann hatten wir einfach mega Freude an den Bergen, an den Gletschern. Wir haben uns gut vorbereitet, Gestellte, Seile, Eispickel, alles dabei gehabt. Und sind losgegangen und es war herrlich. Es ist Mittag und die beiden sind hungrig. Doch auf dem Gipfel weht ein eisiger Wind. Ich bin den Steilhang nachher und dann ist der Schnee unter mir weggebrochen. Ich habe relativ schnell realisiert, es muss wahrscheinlich in einen Spalt gehen, weil es einfach gerade gegangen ist. Es ist wirklich so. Ja, reingebrochen, wie freier Fall am Anfang. Als ich unten auf dem Plateau ankomme, schaue ich zurück und da habe ich eigentlich nie mehr. Und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt ist etwas passiert. Dann komme ich zum unteren Gletscherspaltende und schaue drei Achen, rufe drei Achen. Und es ist einfach nichts. Nur weiss und blau. Und ich säcke den ganzen Spalt durch, rufe immer wieder rein, schaue rein, aber nichts, kein Zeichen. Und dann ist so der Moment gekommen, wo die Panik kam. So, oh Scheiße, er ist verschüttet, er bekommt keine Luft. Nach 45 Minuten treffen die alarmierten Rettungskräfte ein. Sie werden an diesem Tag von einem Red Bull Filmteam begleitet. Genau, in Längsrichtung wahrscheinlich. Ist er am Seil noch dran? Oder? Nein, ich glaube, es war nicht angezeichnet. Thomas bleibt verschwunden. Er befindet sich 20 Meter tiefer in einer Gletscherspalte. Ich habe keinen Kontakt. Es ist ganz nah. Es muss gerade da unten sein. Ja. Man sieht es auch, es hat noch ein bisschen Schnee. Eine Schneebrücke hat seinen weiteren Fall in die Tiefe gestoppt. Am Anfang habe ich gedacht, das ist eine kurze Sache. Fredo muss zurücklaufen, wird mir die Seilachen werfen, wird mich hochziehen. Und dann ist alles wieder gut. Aber dann mit der Zeit ist wie die Hoffnung immer mehr geschwunden, von Minute zu Minute. Die Zeit läuft. Seit zwei Stunden steckt Thomas in der Gletscherspalte. Was passiert, wenn ich jetzt hier unten bleibe, wenn jetzt hier unten das Ende ist vom Leben? Für mich war sehr klar in dem Moment, dass wenn es fertig soll sein, dann ist es fertig. Wenn Gott nicht will, dass ich wieder hochkomme, dann bleibe ich hier unten. Ich habe Gott merci gesagt für mein Leben bis dahin. Und ich durfte wirklich viele tolle Sachen erleben, gute Familie haben, gute Freunde haben. Ich habe gebeten, dass sie es gut verarbeiten können, dass sie eine gute Zeit haben dürfen. Ich wusste, er ist da. Und ich wusste, er gehört mir. Und er ist mit mir. Und ich glaube, er hat mir schon eine Ruhe gegeben. Ich habe das Gefühl, ohne den Glauben hätte ich nie die Ruhe gehabt. Ohne den Glauben wäre ich nie in diesem Frieden dort unten gewesen. Für Freund Fredo ist das Schlimmste bereits eingetroffen. Auch bei den Rettungskräften schwindet die Hoffnung, Thomas noch lebend zu finden. Ich wusste, die Zeit ist abgelaufen und ich hatte den Tom wirklich aufgegeben. Die halbe Stunde stören, wenn er verschüttet ist, ist er jetzt verfroren und erstickt. Und das war der schlimmste Gedanke. Ich habe mich nicht auf einen Moment konzentriert, sondern in die Zukunft geschaut, wie ich mit dem umgehen will, mit diesem Riesenverlust. Wie ich es seinen Eltern sage, eine Riesenlast, die ich gespürt habe und ja, die ich gar nicht tragen konnte. Fritz! Rief noch eins rein! Du noch eins heuren! Hallo! Ich höre dich! Yes! Ich muss dich gleich anhieben verschieben, hä?
Jawohl, jetzt Kontakt zum Patienten. Er hat durch einen Spalt gerufen und dann ist völlig unerwartet eine Antwort gekommen. Der Mann, der mich gesucht hat, oder einer der Bergretter, hat mir zugerufen. Wir hören dich, wir kommen. Und es war so mega erlösend, so zu wissen, es ist jemand da. Sieh! Und von diesem Moment an war für mich eigentlich klar, es kommt gut. Es ist das Gewicht an diesem Seil zu spüren. Das war das schönste Gefühl, zu wissen, hey, am anderen Ende ist Tom und ich kann jetzt helfen, hochzuziehen. Und ja, haben wir gezogen, sie hinterher gesäckelt und hat sie ihn über die Kante übergezogen. Und einfach ihn zu sehen, ist wirklich die Freude und die Erlösung, die ich gespürt habe in diesem Moment. Gut. Hallo! Hallo, merci. Am liebsten in diesem Moment wäre ich aufgestanden und hätte Frieden umarmt. In diesem Moment war wirklich zu viel Dankbarkeit und ich musste Gott Ehre und Lob geben, dass er Tom durch diesen Riesensturz bewahrt hat, was für mich ein Riesenwunder ist, das Gott geführt hat. Und wo ich Gott dankbar bin. Hennen dankbar bin. Nein, alles gut. Was weh? Alles gut. Was bewusstlos? Nein, gar nichts. Komm mal schon hier rüber. Thomas überlebt den Unfall unverletzt. Es hat mir eine tiefere Gottesbeziehung gebracht, mehr so ein bisschen die Gewissheit, dass das, was ich glaube, wirklich da ist und wahr ist und auch hilft, auch in ganz schwierigen Situationen.